Ich war Immigrant wie Tausende und Abertausende und ich schwebte nicht in unmittelbare Gefahr für Freiheit und Leben. Dies bedeutete, dass ich, abgesehen von dem Verlust meiner beiden Ämter, zwar nicht sofort, aber im Laufe der nächsten Jahre mit dem schlimmsten würde rechnen müssen. Die Freiwilligkeit der Auswanderung war also der eine Umstand, der mich von der Masse der Immigranten unterschied. Der andere ganz besonders wichtige Unterschied lag darin, dass ich nicht ins Ungewisse fuhr und mir erst irgendwo draußen etwas suchen musste, sondern bereits einen vorläufigen Arbeitsplatz gefunden hatte, von dem ich annehmen konnte, dass er binnen eines Jahres zu einer festen Stellung führen würde. Weit hinten in der Türkei, vor Hitler und etwaigen Folgen seines Expansionsdrang nach menschlichem Ermessen sicher sein konnte. Den offiziellen Ruf und den Lehrstuhl des Handelsrechts an der Universität Istanbul erhielt ich Ende September 1933. Erst als ich im Laufe des Vormittags vom Abteilfenster aus das Marmara-Meer erblickte, dem der Zug immer näher kam und schließlich an den Stadtmauern des alten Byzanz und Konstantinopels entlang rollte, hatte ich die Empfindung, Mitteleuropa und den Balkan hinter mir gelassen zu haben. Auf dem damals einzigen Bahnsteig der nach dem Stadtviertel Sirkeci genannten Endstation der von Avrupa herkommenden Eisenbahnlinie wurde ich von Hans Kinzinger erwartet. Das Bild, das sich den staunenden Augen bot, ist mit Hilfe einer guten Panoramakarte zwar beschreibbar, die seelische Wirkung aber, die es beim ersten Augenschein auf mich ausübte und auch späterhin, als ich es fast täglich auf meinem Gang zur Universität vor mir hatte, immer wieder von Neuem in mir hervorrief, war einzig und allein mit dem alten osmanischen Namen der Stadt, Tor der Glückseligkeit, der Saadet, fassbar, jedenfalls für mich in meiner damaligen Situation. Betrachtete man die Köpfe sowie die Mannigfaltigkeit und Unterschiedlichkeit der Schädelformen und Physiognomen frappierend. An dieser lebendigen Wirklichkeit gemessen, wurde die nationalsozialistische Rassentheorie zur Farce. Hier in dem auf der Köprü brodelnden Neben- und Miteinander von Menschentypen lebte nicht nur das Osmanische Reich als Vielvölkerstaat weiter, sondern es tauchten Gesichtszüge aus dem Altertum auf. Sözleşme yapılıyor kendisiyle. Sözleşmenin bir şartı şu, Türkiye'de iki sene içerisinde bizim amfilerimizde Türkçe ders anlatacak kadar Türkçe öğrenmesi. Ki Türkçe hukuk dersi anlatmak da son derece zor. Ich befand mich auf einem großen Platz, auf dessen einer Seite die Beyazit-Moschee hinter einem Garten mit großen alten Bäumen zu sehen war. Während auf der Gegenseite zur Straße, auf der ich gekommen war, etwas erhöht ein monumentales Tor die kunstvolle Umfriedung durchbrach, an deren beiden Enden je ein Pavillon stand. Die über dem Tor angebrachte Inschrift in arabischen Lettern, mittlerweile durch eine große Marmorplatte mit Istanbul Universitesi in Lateinschrift überdeckt, konnte ich natürlich nicht lesen. Kommt in die erste Vorlesung. Es ist ein Übersetzer da, der natürlich von Juristerei keinen Schimmer hat. So, und dann fängt er an. Ich werde Ihnen hier Handelsrecht lehren. Haben Sie eigentlich eine Idee, was Handelsrecht ist? Fragt er einen Studenten, der in der ersten Reihe sitzt. Der ist ganz baff, dass er da angesprochen wird, der Übersetzer übersetzt das und so langsam kommt dann das Gespräch in Gang, die Studenten sind begeistert und ein Student, der ihn nach der Vorlesung in fließendem Deutsch anspricht, es ist sein späterer erster Assistent Halil, der sagt, ja, also das, was der Student, dass der Übersetzer übersetzt hat, war großer Blödsinn. Der hat also, da ist, die juristischen Fachausdrücke kamen überhaupt nicht vor. Aber ich bringe Ihnen Türkisch bei und Sie bringen uns Recht bei. Und da machen wir eine entsprechende Symbiose. Ortak çabalarımız sonucunda 6 ay sonra başkasından yardım istemeksizin Türkçe gazete ve kanun metinlerini kendi başıma okuyup anlamaya başladım. Bayan Katz ve Hans Kitzinger'la Kadıköy vapur iskelesinde buluştuk. Avrupa'dan Asya'ya ben ilk kez olmak üzere geçtik.
Kadıköy'e vardığımızda gıcırtılı tramvaylarıyla trafiği kalabalık ana caddeyi takip edecek yerde, o tarihlerde dalga kıran duvarlarının berisinde henüz bomboş uzanan büyük alanı geçerek Moda'ya doğru uzandık. Sırf Türklerin yaşadığı bir Türk evinde kendime bir yer bulmakla kalmadığımı, küçük dükkanlarıyla günlük ihtiyacı karşılayan öteberi satılan yerleriyle tam anlamıyla bir Türk mahallesinde, Türklerin ortasında yaşayacağımı anladım. Kadıköy'deki yeni adresimi 1 Kasım'dan itibaren geçerli sayılmak kaydıyla dekanlık sekreterine bildirdiğimde kendisi de bana Türkçe ve Fransızca hazırlanmış bir davetiye takdim etti. Davetiye, Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılını kutlamak amacıyla 28 Ekim akşamı Dolmabahçe Sarayı'nda verilecek olan resmi bir davet içindi. Ve işte ben, kendi Alman vatanında Yahudi olduğu için hor görülen, aşağılık ırka mensup olduğu için işgal ettiği mevkilerden kovulan, evini yurdunu terk edip yabancı ülkelere kaçmak zorunda bırakılan ben, dünyanın bir ucundaki Türkiye'de nice billurlarla mermerler, paha biçilmez kakma işlerinin ihtişamıyla parıldayan nice değerli mobilyayla, halıyla, resimle süslü, bir zamanların taht salonu olan bir mekanda ülkenin bin seçkinden sayılan saygıdeğer bir Alman profesör sıfatıyla hazır bulunmaktaydım. Talihin yüzüme güldüğü bu olağanüstü anı yaşamak daha Türkiye'deki yıllarımın hemen başındayken nasip olmuştu bana. Yoğun çabalarıma rağmen derslerde tutarlı ve rahat konuşabilmeyi ise ancak Türkçe düşünmenin ritmi ve mantığı geceleri Almanca değil de Türkçe rüya görmeye başlayacak kadar içime sindiğinde başardım. Ama yine de iş sözleşmenin dil maddesi hükmünü yerine getirmiş ve 1 Kasım 1936'da 4. ders yılının başlangıcından itibaren tüm derslerimi ve seminerlerimi çevirmensiz olarak Türkçe vermeyi başarmıştım. 43 senesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alıyor ve 45 senesinde bir yandan da meslektaşımız İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat oluyor. Mein Vater war, wie ich sagte es ja schon, türkischer Beamter. Er diente dem türkischen Staat. Er hatte auch eben das türkische Handelsgesetzbuch entworfen und er war eben in diesem Sinn ein türkischer Hochschullehrer und fühlte sich auch so. Und nachdem ja auch seine Schwester samt Mann und Kind in Theresienstadt bzw. in Auschwitz umgekommen war, hatte er natürlich auch überhaupt keinen Bezug